Ich komme. So kann man auch rüberkommen, ne, mit einer Fähre. Schön. Hallo, hallo. Musik gibt's auch. Tachchen, hallo, wir sind vom Heimatjournal. Hallo. Hallo. Hallo, RBB Fernsehen. Hallo. Und ja. Ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Ich finde das einen wirklich schönen Zufall, und so war es wirklich, dass wir euch hier getroffen haben, auf dem Wasser. Spielt ihr häufiger am Wasser? Wir sind das Spreetonorchester. Das Spreetonorchester? Das ist ein bisschen witzig, weil wir nur zu zweit sind heute. Aber wir sind das Spreetonorchester und da sind wir logischerweise an der Spree. Wie groß ist das Orchester normalerweise? Ja, wir sind zu fünf zurzeit. Es wird vielleicht noch größer, ich hoffe mal, es wird noch größer. Zurzeit sind wir zu fünf. Und Profimusiker, wie man hört, ganz offensichtlich. Naja, wir machen nichts anderes, sagen wir mal so. Und sehr häufig auch am Wasser. Sehr häufig am Wasser, sehr häufig an der Spree. Hier die Spreearche, kannten Sie die vorher schon? Nein, aber wir waren total neugierig. Wir sind durch den Spreetunnel gekommen, haben das Schild gesehen, Spreearche, da müssen wir hin. Unbedingt. Und dann, so sind wir hier gelandet. Das finde ich ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank und wir werden gleich noch was von euch hören. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist zu schön, um wahr zu sein. So wie ein Wunder, fällt auf uns nieder. Vom Paradies ein goldener Schein. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist vielleicht nur Träumerei. Das kann das Leben nur einmal geben. Vielleicht ist's morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal geben. Denn jeder Frühling hat nur einen Mai.